Willkommen back, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play mit mir, Axel Foley von Mimas LP. Und wir zocken heute, beziehungsweise immer noch, Deadfall Adventures. Und ja, wir sind hier gerade in der Höhle drin gewesen. Und ja, jetzt boxen wir uns hier mal zum Stützpunkt noch weiter frei. Wir müssen nämlich hier, ja, Smaragd oder so ähnlich finden. Da müssen wir jetzt hier irgendwie, also am Stützpunkt gibt es wohl ein U-Boot und da müssen wir irgendwie rein. Und ja, jetzt schauen wir mal hier einfach mal. Da können wir, glaube ich, nichts machen an der Tür. Gut, dann gehen wir doch hier rechts lang. Das bietet sich doch an hier. Aha, was haben wir denn da unten? Ab nach unten. Nächster Stock, Bademode, Unterwäsche, Abendgarderobe für Damen. Gehen Sie ohne mich weiter. Höhenangst? Erst seit ich dieses Seil gesehen habe. Nichts für ungut, Doc, aber wir haben es eilig. Ich gehe als Erster, es ist sicher. Sie werden sehen. Okay, dann hangeln wir uns mal darunter. Ich hoffe mal, es ist wirklich sicher. Ich habe nämlich keine Lust, da unten ins Wasser reinzufallen. Ja, sieht ja gut aus. Hey, das hat Spaß gemacht. Ja. Verdammt. Wir schauen schon jemand gesehen hier. So, haben wir hier noch einen da hinten. Ja. Ums, gute Nacht. Mhm. Dich sehe ich. Und dahinter kommt gleich noch einer. Ums, gute Nacht. So, mehr sehe ich gerade nicht. Kommt! Kommt, Jungs und Mädels. Stehen die noch da oben? Ich sehe das gar nicht. Baller doch irgendwas links, aber ich höre nichts. Ich sehe nichts. Hören tue ich doch was. Huch. So, dich haben wir auch noch. Da liegt auch noch einer irgendwo. Da. So, ich glaube, jetzt ist hier erstmal wieder Ruhe. So, kommt mal hier runter, ihr schönen Bitches. Ja, die kommen wohl nicht mehr. Naja, scheiß drauf. So, was haben wir denn hier für ein schickes Gewehrchen? Aber ich glaube, das nehme ich eher nicht. Bin sehr zufrieden mit meinem Schützengewehr. Scharfschützengewehr. So, rennen wir mal hier hoch. Ach. Sind hier immer noch welche? Mist. Ah, jetzt bin ich auch noch leer. Okay, dann hole ich mir mal schnell eine andere Waffe hier. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ach, das Ding gefällt mir eigentlich so. Naja, gut, okay. Der ist aber ganz schön nah gekommen, ey. So, schmeißen wir erstmal hier ein Granätchen rein in das rein in den Haufen. Und hier auch nochmal. Guten Tag, hier komme ich. So, haben wir hier noch was? Da oben. Ui, Achtung. Sehr schön. Noch rechtzeitig gesehen hier. Da ist noch einer. Und da. Na gut, ihr wollt nicht? Dann zeige ich mal, ich will. Wie ich will. Guten Tag. So, haben wir dich, du Affenkopf. So, da ist noch einer. Mist. Ich will nicht, dass sie mich treffen hier. Na gut, hilft ja nichts an. Hilft ja nichts. So. Okay. Schnappen wir uns mal hier das andere Gewehrchen hier. Ah, irgendwas ballert hier auch noch. Ui, da oben. Der lebt ja noch, oder was? Ist aber ganz schön viel los, muss ich sagen. Komm schon hier.
Das sieht doch mal sehr schick aus, das Gewehr. Oh ja, geil. Mist. Oh. So, ja, hier ist gerade alles zusammengestürzt hier. Mist. Ich schätze mal, das war halt nicht ich, sondern einfach irgendein Trigger. Muss einfach macht. Mist. So. Komm, steh auf. Okay. Also ich glaube, hier rum ist eigentlich clear. So, was haben wir denn hier? Ah, die Waffe hat mir ein bisschen gefallen. So, hier pullert doch schon jemand. Mist. Schnell weg hier. So, da haben wir noch einen. Drei Granaten habe ich noch. Sehr schön. Die kriegt ihr jetzt erstmal. Sehr schön. Und du kriegst jetzt sie auch, mein Freund. So, springen wir hier runter. Au, da müssen wir ein bisschen aufpassen, denke ich. So, was haben wir denn hier? Schickes Gewehr. Ui, wo kommt der denn her? Die habe ich ja gar nicht gerechnet. Aha, hier gibt es auch nochmal einen Schalter, so wie ich das jetzt hier sehe. Sie haben uns umzingelt. Schon dabei. So, Sesam, öffne dich. Weg hier. Na toll. Okay, was soll das jetzt heißen hier? Sehr geil, hier geht's ja. Haha! Klasse! So, seid ihr denn hinterhergekommen? Gleich nochmal. Ihnen macht sowas eindeutig zu viel Spaß. Ah, sehr schön. Seid ihr hinterhergekommen? Das ist natürlich klasse. Genau, da bin ich nämlich auch her. Okay. Dann latschen wir mal hier in der Eiseskälte nochmal rum. Und vielleicht finden wir auch nochmal einen ordentlichen Stützpunkt mit einem U-Boot. Und ja. Also Steins U-Boot. Genau, er heißt ja Stein. Und nicht Sand, sondern Stein, genau. So. Ja, es ruckelt hier leider, aber schauen wir mal. Ich hoffe mal, bei der Aufnahme passt es soweit. So, was gibt's denn hier? Mist, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Scheiße. Jetzt bin ich auch noch hier runtergefallen. Ach du Heiland. Komme ich jetzt da auch irgendwie hoch? Aber gut. Hier kann ich nichts machen, ne? Jetzt gucken wir uns hier doch einmal um, bevor ich jetzt hier hochlaufe. Ah. So, da können wir uns nochmal die Fertigkeiten uns anschauen. Ich klatsche jetzt einfach mal hier hoch, das wird schon richtig sein. Ja. Ah, da hinten seid ihr. Das ist natürlich... Okay. Lauf da hoch! So, mehr kann ich hier nicht machen. Okay. Kann okay, ich mich hier nochmal abseilen oder wie? Ah, ich bin echt mal gespannt, ob ich da auch irgendwie wieder hochkomme. Wenn dann höchstens hier irgendwie ein... Ja. Gut, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Außer ich könnte hier einmal was zurücksetzen, also quasi letzten Checkpoint wieder anfangen, aber das will ich ja auch nicht unbedingt. So, ach. Ach, guck an. Da sind wir ja auch schon. Sehr schön.
Und ich latsche und latsche die Schienen entlang. Ich weiß, ich kann sehr schlecht singen. Ui. Ja. Manche Leute würden da abhauen, aber sie kommt zu mir. Sehr schön. So. Und hier ist nochmal ein Türchen. Das geht sogar auf. Okay, als würden die uns schon hier erwarten. Okay. Bewegen wir uns mal hier langsam rein hier. Also hier sind irgendwelche Generatoren oder sowas. Das sieht interessant aus. Ja. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Okay. Also hier sind ein paar Eisblöcke, so wie ich das jetzt hier sehe. Hier eine Tür, aber da können wir glaube ich nichts machen. Da gibt es auch nichts zu tun. Hier genauso wenig. Ah, ein paar Torpedos. Also sieht doch fast danach aus, als wäre hier vielleicht sogar ein U-Boot in der Nähe. Die erste Hälfte des Herzens müsste im U-Boot sein, wenn sie nach Berlin verschifft werden soll. Ihr bleibt hier und stellt sicher, dass mir niemand ins U-Boot folgt. Ich hole das Herz. Oh, jetzt kommen sie auch schon. So, wo seid ihr denn da unten? Ist hier denn noch rechts einer in der Nähe? Mist, ich mach das Türchen hier auf. Ich brauch die Waffe hier. So. Hoppala. Sehr schön. So, ich blicke jetzt hier nochmal rechts, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Nur noch hier. So, da hinten. Ne, der lebt nicht mehr. Sehr schön. Dach grad. Mist. Komm schon. Geh drauf. Du da hinten auch. Das ist doch sehr strange. Da oben auf dem Treppengeländer. Okay, dann werfen wir mal ein paar Granaten. So. Gute Nacht, meine Freunde. Der hält aber aus, muss ich sagen. Sehr schön. Hier vorne noch irgendwo ein? Ja, da hinten ballert einer. Ich sehe dich. Na, ich glaube, das wird so nichts. Dahinter steht auch noch mal einer, sehe ich gerade. Stehe auf Pumpgun. Schon überall Fässer, aber ob die explodieren, wenn ich drauf baller, muss ich gleich mal checken. Mist, über mir einer. Oh, sehr schön. Okay. So, überlebt hier. Ja, da gibt es auch hier ein Loch, wo ich dann hier reingehen kann. So, eh. Also ich wollte eigentlich schon mal immer im einen U-Boot mitfahren, aber ich hatte noch nie so richtig die Gelegenheit. Oh oh, naja, eins nach dem anderen. Das Loch ist zu. Wo ist dieses verdammte Artefakt? So, hier wird wohl nichts sein. Beziehungsweise, was kann ich denn hier machen? Das Ding habe ich benutzt. Kann ich hier das Ding abfeuern? Ne, da tue ich mir nur selber weh. Das ist natürlich sehr schlecht, aber gut. Dann rennen wir mal die Seite hier. Was haben wir hier? Ein Brief. Tagebuch wahrscheinlich. So. Na, nee, machst du ein Nickerchen oder was? Wieso sind denn hier alle so tot? Naja. Brecheisen. Als würde ich das gebrauchen. So, hier komme ich also auch nicht lang. Hier geht's hoch. So, wie mache ich denn das jetzt hier? Habe ich denn hier irgendwas zum Zudrehen? Also ich habe das Gefühl, dass ich hier an dem Ding hier irgendwas machen muss.
Aber wie wechsle ich denn jetzt hier zum, ja, zum Eisen? Also, gute Frage. Ja, ich habe ja hier hinten was drehen können. Mal gucken. Ja, kann ich nichts machen. Scheiße. So, Mist. Ja, also durchrennen kann ich auch nicht. Ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal. Mist. Oh oh. Naja, eins nach dem anderen. Wo ist dieses verdammte Artefakt? Okay. Da ist das Brecheisen. Als müsste ich hier irgendwas machen, aber ich komme nicht dahinter. Mist. Also hier geht's auch schon los. Vielleicht muss ich jetzt auch wieder da hinten hin. Mist. Aha. Weiter geht's. Okay, was war das denn jetzt? Das ist hinten jetzt... Ja, so sauber. Also hier kann ich jetzt auch durchlatschen. Na wunderbar. Es ist weg. Aha, so ein neues Set. Mist. Ach, wie war denn das? Alt, genau. Mist, jetzt muss auch noch nachladen. Arktische U-Boot-Nazi-Mumien? Schön. Langsam wundert mich nichts mehr. Quatermain, hier drüben. Aha, hier drüben. Ach, ich kletter mal hier ganz gemütlich raus hier. Stein muss das Fragment zur Grabungsstätte mitgenommen haben. Sie sind sicher, dass es nicht hier ist? Falls Sie nicht ein anderes Artefakt meinen, erschaffen von einer uralten Zivilisation, die gerne Tempel im ewigen Eis errichtet hat, dann ja. Wir müssen Stein finden. Er könnte auf der Suche nach dem zweiten Fragment sein. Okay, was schlägst du denn vor? Gut, dann gehen wir mal hier einfach mal hoch, würde ich sagen. Vielleicht können wir hier noch was machen. Ah, hier können wir doch was machen. Sehr schön. So, ich würde sagen, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert uns. Und ja, ich zocke hier auf jeden Fall mal weiter. Deadfall Adventures. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüssikowski.